Hier in Wiesbaden gibt es unglaublich viel Leerstand. Das ist toter Raum, der einfach brach liegt, der nicht genutzt wird. Gleichzeitig haben aber viele kreative junge Menschen hier einfach keinen Platz, wo sie sich ausleben können. Und das würden wir gerne ändern. Wir würden diese zwei Punkte gerne zusammenbringen und da was Schönes draus machen. Also allein in Wiesbaden haben wir über 70 Leerstände. Diese Leerstände könnten als Projekthäuser dienen für junge Menschen, um sich in diesen Orten kreativ zu entfalten und zu gestalten. Als erstes Projekt haben wir uns die Terrasse ausgesucht. Auf der Terrasse sind verschiedene Komponenten zu finden, wie unter anderem das Urban Gardening. Wir haben eine Grillecke, wir haben einen kleinen Chillbereich, eine Bar und auch für die etwas fitnessbegeisterten Menschen eine kleine Fitnessecke, um sich dort auszuleben. Mit dem Projekt, das als Pilotprojekt dienen soll, wollen wir ein positives Zeichen setzen, mit gutem Beispiel vorangehen und hoffen, dass das Potenzial klar wird und auch weiterhin gefördert wird. Wir wollen eigentlich, dass jeder unter 30-Jährige hier in Wiesbaden sich in das Haus einbringen kann und seine Projekte dort verwirklichen kann, wenn er möchte. Welche Projekte in das Haus kommen, welche dort verbleiben, welche gehen müssen, das entscheiden alle Projektbeteiligten untereinander. Da gibt es keine äußere Instanz. Und das Ganze soll aber immer nur für 4 Jahre stattfinden, damit einfach gewährleistet wird, dass das Haus jung bleibt und dass es immer wieder neuen kreativen Input gibt und dass immer wieder neue Ideen dort sich entfalten können. Junge Menschen sollen sich trauen, ihre eigenen Projekte zu entwickeln. Nicht nur im Rahmen der Projekthäuser, sondern auch über diesen Rahmen hinaus, dass sie anfangen, ihre eigenen Projekte auch dadurch anzustoßen und selbstständiger zu werden. Ziel ist dabei eigentlich mehr das Miteinander, dass man das kennenlernt und dadurch auch sagt, alle ziehen an einem Strang und es wird eine Community geschaffen. Das Ganze bietet jungen Menschen eine enorme Chance, sich auch in das Stadtbild einzubringen. Die Stadt lebt von dem kreativen Geist der Menschen, die sich in solchen Projekten entfalten und belebt im Endeffekt auch wieder die Stadt. Das ist eine Chance für Wiesbaden. Wiesbaden ist jung, Wiesbaden ist kreativ und auch hier entstehen wahnsinnig tolle Projekte.